Hi, da bin ich. Für alle, die jetzt auf Twitch dran geblieben sind, wir zocken ganz normal weiter und für alle YouTube-Menschen willkommen zurück. Ihr seht gerade mich, wie ich auf mein Handy gucke, einfach nur, weil ich hier gerade nicht klarkomme mit dem Chat, um zu gucken, ob das hier auch alles funktioniert hat. So. Das waren exakt 3 Sekunden, ja. Ich habe kurz, ganz kurz das Päuschen nur gemacht. Aber ich hoffe, dass der Cut drin ist. Das muss ich jetzt einmal schauen. Das tut mir leid, wenn euch das jetzt gerade nervt, aber das muss sein. Ja, weiß ich nicht, ob das funktioniert hat. Doch, hat funktioniert. Ich glaube schon. 1 Stunde hat er aufgenommen und jetzt nimmt er auch aktuell gerade 44 Sekunden auf. Okay, keine Ahnung. Eigentlich ist es ja immer so, dass ich am Anfang einer Folge irgendeinen Nerdkram vorstelle. Mein Problem ist jetzt, dass ich so schnell zwischen den beiden Aufnahmen gewechselt bin, dass ich jetzt gerade nichts zur Hand habe, was zu zeigen wäre. Denn stelle ich euch kurz das davor. Wie langsam ich meinen Finger bewegen muss, damit ich hier mit diesem invertierten Spiegelkamera-Gelöt klarkomme. Wer kann erkennen, was das ist? Komm auch leider nicht an, ich kann es nicht mal in die Kamera halten. Das ist eine kleine Lampe. Und diese kleine Lampe ist eine Flasche von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Also schön polygonmäßig. Man kann es nicht so gut erkennen, aber das ist halt auch so richtig eckig gemacht. Und die leuchtet in allen Farben und das ist schön. Beim nächsten Mal hole ich auch was anderes. Ich habe auch original 2 Meter weiter liegen meine ganzen Pokémon-Karten, weil ich gerade diesen Hype miterlebe von den Pokémon-Karten. Also es ist ja gerade wieder echt ein Ding. Das ist ja wie eine Währung gerade, diese Pokémon-Karten. Und deswegen habe ich auch mal selber geschaut, habe ich überhaupt was Wertvolles? Also nicht, dass ich es verkaufen würde, weil ich das eigentlich scheiße finde, dass Leute das für schnelle Geld jetzt wieder nutzen und so weiter. Aber mich interessiert es trotzdem einfach aus irgendwelchen Gründen, ob hier, ob ich irgendwas Besonderes selber zu bieten habe. So, jetzt sehen nur noch 2 Leute zu. Anscheinend hat das gelangweilt, was ich hier so erzähle. Aber das ist dann eben so. Super. Wir machen mit den Texten weiter. Sorry für diesen holprigen Einstieg. Ich komme manchmal selber nicht mit mir klar. Wir haben letztes Mal Texte geschrieben, machen heute auch ein bisschen Texte weiter, aber nicht ganz so viel, weil die Arena auf jeden Fall auch noch kommt. Beziehungsweise da sind wir eigentlich schon kurz davor. Ich muss nur noch ein bisschen Texte in den Markt packen von 2 Leuten. Da gehe ich jetzt gerade hin. Ich habe meinen Gameboy wieder am Stissen. Und das machen wir auch gleich. Und danach gucken wir noch einmal in Marmoria City an sich, ob da noch irgendwas offen ist. Ich glaube, da hatte ich auch schon ein bisschen was geschrieben. Und dann kommt die Arena inklusive Rocco. Hoffe ich. Mal gucken. Jetzt ist es 14.20 Uhr. Bis 15.20 Uhr mache ich das hier. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen was geschafft. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500. Das ist der Typ, der von Team Rocket dieses Kabadok kriegt. Nee, es ist nicht mal Team Rocket. Es ist ja, glaube ich, einfach nur so ein Typ. Das schreibe ich jetzt hier. Wie schreibt man Zwielicht? Schreibt man das mit IE? Ich bin zu dumm, ja. Ein zwielichtiger. Zwielicht. Ich schreibe hier extra das zahme Monster hin, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass alle Monster böse sind und nur ein paar zahm und so weiter. Hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach. Okay, das machen wir einmal mit einem Dingsi. Da machen wir so einen zweiteiligen Text draus. Es ist ja so, wenn ich jetzt hier einen neuen Text einfüge, also wenn ich das mal kopiere und hier einfüge, dann ist es so, dass man dann 2-mal A drücken muss. Und das
Ich glaube, das wirkt sich positiv auf den Leseflow irgendwie aus. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Dingsbums gekostet. Vollkommen. Ich finde, wenn man so, ich muss ja immer auf die Tastatur gucken, um zu schreiben. Weil ich das nie gelernt habe, 10 Finger tippen. Ich mache immer mit 2, aber irgendwie so schnell wie möglich. Obwohl ich Programmierer bin, naja. Und hier hat sich auch gezeigt, dass ich irgendwie immer merke, wenn ich mich verschrieben habe. Keine Ahnung, das ist immer ein bisschen seltsam. Es ist vollkommen schwach. Ich glaube, so war das, ne? Das würde ich sagen, testen wir gleich mal aus. Und zwar, indem wir hier mal die Startposition des Spielers hinsetzen und einfach mal das Spiel testen. Muss zum Friseur, Mann. Nicht weiter. Neues Spiel. Ja, ich tippe so ein bisschen mehr so. Kann das gar nicht anders. Bei Shortcuts nicht. Natürlich nicht, aber so, keine Ahnung. Habe ich irgendwie nie anders gemacht. Und das Witzige ist, ich kann original nicht erkennen, ob der richtige, das richtige Wort da steht. Kann ich? Warte mal. Ich guck jetzt mal im Stream. Vielleicht müsste ja das Bild weggehen. Wir warten. Nee, okay, es ist nicht richtig. Jetzt habe ich es auch gesehen. Okay, gehen wir mal zum Editor. Und ich glaube, es müsste dann ein anderes, also ein kein Slash, sondern ein Backslash sein. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was der Unterschied, also wie das jetzt genau was wie heißt. Ist das jetzt der Slash oder der Backslash? You will never know. Ich denke mal, aber das ist andersrum. Ach, und wir wollten ja die Musik noch ändern. Das machen wir jetzt auch nochmal. Dass hier mal ein bisschen Tüdelmusik kommt. Andere. Kacke. Jetzt muss ich dasselbe ja nochmal machen. Warte mal. Da sehe ich's. 500 Gold. Jetzt steht's da. Okay. Hallo, da bin ich wieder. Okay, cool. Da hätte ich auch vorher auch so sehen können. Ich habe auf mein Handy geguckt, um zu sehen. Naja. Dumm, schon wieder. Gehen wir hier zu dieser Person. Und diese Person sagt uns, wie man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Was? Wenn man seine, ach so, eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Okay, dann texten wir das mal um zu, auch Schwache können stark sein. Machen wir sowas wie wenn man Monster mit, wie sagt man, bevorteiligten, stärkeren, also wenn ein Typ, wie soll ich sagen, Feuer gegen Pflanze ist, denn Feuer ist ja bevorteiligt, wie sagt man besser, was ist ein besseres Wort? Wenn man einen mit einem Monster mit einem, ja, stärker hört sich falsch an, wenn man ja sagen würde, wie sagt man denn, nicht so dumm? Ich schreibe jetzt mal Stärkeren hin, falls irgendwas anderes kommt. Gegenübersteht. Wenn man einem Monster mit einem stärkeren Typ gegenübersteht.
Ja, ein bisschen dilettantisch geschrieben. Ich gehe schon über. Tschüss. Zack. Ich denke mal bei Schwache. Nee, vor Monster. Okay. Hier kommt auch noch ein Umbruch. Alles klar. Und dann haben wir das auch fertig. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel an Text, bevor wir endlich die spannenden Sachen weitermachen können. Arena haben wir, Haus, Taverne. Taverne ist sowieso noch offen. Die haben wir zwar kopiert vom letzten Mal, aber da müssen nur noch Charaktere und alles rein. Das machen wir irgendwann später. Das macht Zukunfts-Marcel. So, da ist im Grunde, Taverne ist jetzt gefüllt mit dem Standardkram. Da sind halt nur die NPCs rausgenommen, die sonst irgendeinen Kram labern. Da müssen wir uns dann Story überlegen. Da ist mein Gehirn heute zu schwach für. Das heißt, wir gehen noch einmal in Moria City gucken, ob hier noch irgendwas ist, was wir ansprechen können oder was uns voll labert. Ah ja, siehst du? Da geht's schon los. So, dann gehen wir mal gucken, was der uns sagt. Oder die, es ist ja eine Frau. Sie sagt, Gerüchten zufolge sollen die Pipis vom Mondberg kommen, je nachdem... Okay, dann machen wir auch sowas. Gerüchten zufolge sollen die Pipis... Wir benennen keine Namen, falls wir später vergessen, diesen Namen, den wir uns hier ausdenken, für ein neues Monster, falls wir den vergessen, irgendwo einzusetzen, dann ist das hier nicht so komisch, deswegen... Schreibe ich hin sowas wie, wie schreibt man denn das? Gerüchten zur Folge. Okay, ich hätte es anders geschrieben. Schreiben wir es erstmal so. Gerüchten zufolge gibt es Monster, die vom Mond stammen. In dem Mondberg soll es diese zu finden geben. Ja, das ist komisch. Jetzt ist der Cursor weg. Machen wir mal so und nochmal bearbeiten. Wie? Manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Das ist einfach irgendwie ein bisschen strange. Vielleicht habe ich mich drauf geklickt. Aber nein, nein, ja, ich möchte es abbrechen. Jetzt ist er wieder da. Okay, machen wir hier mal einen kleinen Dings rein. Im Mondberg kannst du sie finden. Machen wir es mal so. Bisschen kürzer. Alles klar. Dann haben wir ihren Text. Und jetzt sind es auch nicht mehr, hoffentlich nicht mehr so viele Figürchen hier, die hier rumlaufen. Och, ich komme nicht klar. Ich habe hier eine Tastatur liegen. Mein Gameboy, mein Handy und den scheiß Controller. So, wir haben noch drei Leute. Und dann war es das hoffentlich. Ihn hier haben wir sowieso noch. Da müssen wir sowieso noch machen, wenn die Arena fertig ist. Kommt das mit ihm noch. Und dann ist Moria City auch durch. Aber hier sind noch mal ein paar Leute. Ich hasse Text zu schreiben. Okay, also drei Leute noch. Gehen wir mal, fangen wir oben an. Dann gehe ich da wieder hin. Aktuell stehe ich nicht davor, da bin ich noch bei der Pipi-Tante. Ja, ja, oh, die labern so viel, so. Ich habe schon wieder nicht die Musik geändert. Das wollte ich doch machen eigentlich die ganze Zeit. Warst du schon im Museum? Ja. Waren die Fossilien vom Mondberg nicht einmalig? Warst du schon im Museum? Ja, aber ich habe mich nochmal verklickt. Okay.
Dann machen wir das hier auch so einen kleinen Ja-Nein, so eine kleine Ja-Nein-Frage. Das ist ein Museum. Und jetzt kommt. Wie war das nochmal? Auswahlmöglichkeiten, siehst du? Auswahlmöglichkeiten, ja, nein. Perfekt. Kopieren wir das und wenn ja, sagt. Zum Glück haben wir das heute schon gemacht, beziehungsweise in der letzten Folge für alle YouTube-begeisterten Zuschauer. Ist die DNS-Sequenzierung Nein, oh, nicht. Ich wollte hier eigentlich nur rübergehen und vor super. Ich sag übrigens recht oft irgendwas mit, das ist ja super krass und super spannend und super schlau. Deswegen kleine persönliche Note. So, und wenn nein. Eine kleine Empfehlung. Du solltest es. Und vor sehr wieder einen kleinen Umbruch. Und dann ist fertig, genau. Das müssen wir gleich nochmal testen. So, jetzt sind es nur noch zwei und dann können wir uns um die Arena kümmern. Und den ersten Kampf der Arena auf jeden Fall schon mal einbauen. Dafür brauchen wir wieder wahrscheinlich auch neue Monster und so. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Wahrscheinlich ist hier, da haben wir auch schon Text drin. Ich kann hier auch nochmal nachgucken. Hier sind auf jeden Fall nochmal zwei. Ja, okay, habe ich auch schon was geschrieben. Und hier müsste diese Wegbeschreibung sein. Ah ja. Hier habe ich auch schon was, denke ich mal. Amoria City Arena, alles klar. Und hier Wissenschaftsmuseum. Naja, okay. Cool, das heißt, nur noch diese beiden Leute. Und dann können wir uns den Kampf anschauen, Leute. Das ist nice. Okay, dann gehe ich mal wieder dahin. Ach, der schickt mich auch dahin. Das habe ich gar nicht gesehen. Wenn ich ja klicke, nee, wenn ich nein klicke, dann schickt er mich dahin. Das heißt, wir haben schon mal zwei NPCs, die das machen in diesem Mamoria City Ding hier. Würde ich sagen, machen wir das auch. Machen wir das nach der Arena, kümmern wir uns um diese ganzen Laufwege. Da hatten wir sowieso noch keine Lösung einmal gefunden. Dieses von wegen, komm, guck dir das an. Lass uns das. Ich schicke dich, oder ich gehe mit dir zusammen dahin. Ihr wisst, was ich meine. Das machen wir nach der Arena. Und dann ist Mamoria City quasi abgeschlossen. Theoretisch gesehen fehlen noch die NPCs in der Taverne. Aber da muss mir auch erstmal ein bisschen was einfallen. Psst. Weißt du, was ich hier mache? Ja, stimmt. Es ist harte Arbeit. Und wenn ich nein klicke, psst. Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Okay. Oh, kein Bock. Da schreibe ich jetzt irgendwas anderes. Weißt du, was ich hier mache? Sieht man doch. Und dann mache ich mal hier eine andere. Nein. So, kopiere ich das.
Das ist jetzt, sieht man doch. Unerhört. Wer weiß, was sie... Ach, das ist ein Frau oder ein Typ? Ein Typ, ne? Ich stelle mir vor, dass sie einfach irgendwie, oder er... einfach irgendwie da hinkackt oder so. Wenn er sich gerade umzieht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es offen für Spekulation. Okay, dann gehen wir noch zum letzten. Und dann können wir uns endlich um neue Monster kümmern und neue Kämpfe und so weiter. Also, hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arena-Leiter von Mamoria City, versteht sein Geschäft. Ja, sowas können wir quasi übernehmen. Hier gibt es nur wenige ernstzunehmende. Nee. Machen wir ein bisschen kürzer. So. Dann haben wir das. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Vorher. Ah, ich kann die Musik hier gar nicht ändern, glaube ich. Da muss ich ins Hauptmenü gehen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Muss ich mir merken, dass ich das vielleicht zum Ende mache. Dass wir jetzt hier nicht so viel den Flow verlieren. Speichern wir das Ganze mal und testen das so ein bisschen aus. Neues Spiel. Eins will ich dir gerade mal dieses Zahnrad angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Gold gekostet. Wenn man Monster mit einem stärkeren Typ gegenübersteht, können selbst schwache Monster harte Gegner sein. Ich kann es nur zur Hälfte lesen, weil mein scheiß Bild davor ist. Aber das ist ja später nicht so. Wieso ist hier so ein Loch? Scheinbar habe ich aus Versehen was gelöscht, ohne hinzuschauen. Naja, warst du schon im Museum? Ja. Ist die DNS-Sequenzierung der Monster nicht super spannend? So, und wenn ich jetzt Nein klicke, dann schickt er mich da eigentlich hin. Genau, bei ihm hier hatten wir schon angefangen. Das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Ah, das Springen ist auch noch nicht drin. Das machen wir auch gleich noch. Okay, das passt. Nein, oh, hier fehlt auch wieder irgendwas. Ja, okay, es ist immer noch... Was? Ich hab's... Ja, du kannst die sogenannte Elementarkunde mit bestimmten Fingern... Okay, alles klar. Das passt. Gut, dann müssen wir uns merken, die Schränke müssen wir nochmal ändern. Hier ist die Frage, schreibe ich einmal klein und zusammen oder einmal? Das ist eigentlich beides sinnig, ne? Beides würde ja eigentlich funktionieren. Der sieht cool aus. Gut. Gucken, ob das hier auch so ist. Ich denke mal. Ja, das funktioniert und hier funktioniert es nicht. Okay, das heißt, wir müssen einmal das kopieren und die anderen schnell löschen. Das geht ja ganz, ganz fix zum Glück. Und das Springen müssen wir noch einbauen. Das ist auch, denke ich, aber kein Problem. Was? Gerüchten zufolge vom Mondstamm. Im Mondberg kannst du sie finden. Alles klar. Cool, dann funktioniert das erstmal. Dann gehen wir zurück, ändern noch die letzten zwei Sachen. Und zwar war das hier im Haus. Komischerweise muss man immer erst einmal nach oben gehen. Gehen wir mal auf Haus 2. So, hier haben wir den Fehler gemacht, dass wir hier
wieder wie immer die Priorität auf Untercharakter gesetzt haben und nicht V-Charakter. Durch V-Charakter wird das Ganze zu einer Art Collider und nicht nur ein, wie nennt man das sonst, ein Trigger-Bereich. So ist es V-Charakter und wir kopieren es. Wir gehen in Haus 1, löschen das. Nee, das wäre tückisch gewesen gerade. Wir löschen das hier und fügen das ein. Und genauso bearbeiten wir jetzt das hier, machen hier nicht Untercharakter, sondern V-Charakter. Speichern das. Kopieren das. Löschen das, fügen es ein, löschen das, fügen es ein, gehen wieder auf Haus 2 und machen das Ganze hier nochmal ein. Einfügen, einfügen, nice. So, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt gehen wir in die Arena. Und für diesen Kampf brauchen wir natürlich erstmal eine Zusammenstellung. Dann gehe ich mal in unsere Datenbank rein. Wir haben ja schon ein bisschen was hier gemacht. Und zwar haben wir Gegner, da sehen wir sie. Da hab ich irgendwie noch keine besseren Namen auch bisher. Wir haben Blitzra, Binär, wie dumm, Blattbeißer, Frostfang, wir können mal gucken hier, das da und Binär und den da und so. Frostfang ist dieses Ding, Federklaue, Pflaumenbaum, Frostfang, okay. Nee, ich möchte gerne nicht wechseln. So, und bei Truppen okay, so war das. Das heißt, wir fügen hier eine neue Truppe hinzu und nennen die mal Arena Marmoria City. Guck mal, da ist es sogar schon. Marmoria City. Trainer 1. Vielleicht machen wir das ein bisschen kürzer. Damit man das auch im Vollen lesen kann. Arena Mar City 1. Okay, dann machen wir das so. Jetzt ist es natürlich noch so, dass wir hier keine Monster haben, die dazu passen. Deswegen bauen wir jetzt einen neuen Gegner. Hier ist ja jetzt Gestein gefragt. Das heißt, wir schauen mal, was haben wir denn so. Größer ist. Wir machen jetzt mal, die haben ja auf jeden Fall kleine Monsterchen. Guck mal, ein Erdgeist. Erdgeist ist schon mal richtig gut. Das könnte so ein Gesteinvieh sein. Wir haben eine Fee, ein Feuergeist, noch ein bisschen Imp. Imp passt vielleicht irgendwie, ist aber eher ein Normaltyp, würde ich sagen. Imitator. Das ist hässlich. Riesenratte. Das ist Wasser, Schleim haben wir schon. Schlange, Spinne, das ist eher Wassergeist, Irrlicht, Windgeist. Drohne, vielleicht so mechanischen Kram auch, ja, das würde auch passen. Vielleicht machen wir das mal. Verfluchte Puppe, das sieht scheiße aus. Ein Fisch. Riesenkröte, Kobold. Ja, so Kobolde passen auch immer so. Es ist ja alles so minenmäßig. Also ich würde sagen, Kobold kann man hier auch mit reinpacken. Können wir den auch gleich mal nehmen. Kobold und den Erdgeist. Wie heißt sie? Krypto-Echse? Okay, pass auf. Wir geben ihm den Kobold und den Erdgeist. Dann hat er 2. Farbton ist, denke ich, okay. Jetzt brauchen wir ja noch einen Namen. Erdgeist, Erde. Was könnte man denn nehmen? Humus. Humus schreibt man, glaube ich, so, ne? Humus. Das heißt, wir nennen das Ding Human. Geil, das Nimmel. Okay, cool. Dann müssen wir uns nochmal abgucken, wie wir hier die Stärken gemacht haben. 50 KP, 25, 15.
Und der hat so Angriffe, die müssen wir auch noch machen, ne? Aber gut, das ist halt so binär. Also hat 50. Gut, den können wir die jetzt schon mal ein bisschen stärker machen. 100 KP ist, denke ich mal, okay. Wir gucken mal, was Frostfang hat. 300. Ja, ja, wir machen das mal schon ein bisschen stärker, das Ding. Die geben 30. Oh, hier 40. Kann man das eingeben? Nee. Und wir gucken mal, was hier das Gold sagt. 15. Ja, komm. Das kann nichts eingeben. So, machen wir erstmal so. Angriff natürlich auch noch ein bisschen. Was haben wir denn hier? Angriff 25. Die haben auf jeden Fall mehr Verteidigung. Machen wir mal 40. Magischer Angriff jetzt nicht so viel. Verteidigung. Ach, das ist magische Verteidigung, ne? Ich voll Idiot. Die ist ja eigentlich, könnte ja recht gering sein. Okay. Guck mal, hier fehlt noch Gestein. Okay, ja, jetzt mal noch schnell Gestein dazu. Typen. Wie das genau funktioniert, haben wir auch noch nicht so richtig geklärt. Oder wir nennen es Gestein. Doch, Gestein macht Sinn, ne? Sonst hätte ich es irgendwie Erde genannt. Damit wir nicht so viele Typen hier haben mit Boden und hier noch, aber ist okay. Wir wollen ja auch ein bisschen Pokémon und so. Genau. Das heißt, wir können ihm hier auf jeden Fall jetzt schon mal den Typ geben. Wie nachher mit diesen Sachen hier verfahren wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das muss man sich auch nochmal anschauen. Gut, der hat auf jeden Fall den Hieb. Jetzt brauchen wir noch ein Skill. Guck mal, das hat ja auch immer aus irgendwelchen Gründen manchmal nicht so richtig funktioniert. der Angriff hier. 00101. Nice. Okay, wir machen das mal. Oh, ich habe eine Trophäe bekommen. Handwerker, irgendwas. Wir kopieren mal den Hieb. Und nennen ihn Erdfaust. Hier hat mir am Ende nochmal einen Punkt gesetzt. Ein schwacher Faustschlag. Mal gucken, wie spät die Uhr sagt. Wie spät die Uhr sagt? Ein besser Satz. Skilltyp, guck mal. Ach nee, das lassen wir lieber weg. Das hat ja irgendwie alles immer nicht funktioniert. Gut, der schlägt dann einfach nur mit 50 oder was wir eingestellt haben, 40 schlägt er einfach nur zu. Element, schau mal hier. Da machen wir doch mal einmal Erde, Gestein, wo ist es? Haben wir das bei den anderen auch gemacht? Tatsache. Haben wir gemacht. Okay, aber welche Auswirkungen das hat, wissen wir noch nicht. Wir haben noch nicht so richtig rausgefunden. Vielleicht ist das bei Klassen. Ah ja, okay, hier geht das. Ah, da muss man sich nochmal ordentlich auseinandersetzen mit.
Aber das können wir ja machen, das ist ja überhaupt kein Problem. Gut, wir haben erstmal das Vieh, dann kriegt er hier den Hieb. Den kriegt er auch, der ist so wie Tackle. Aber halt auch die Erdfaust. Wir haben noch keine Animation für die Erdfaust, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Wo kann man das denn machen? Animation. Ja, genau, so war das. Oh, Treffer physisch, Treffereffekt und Treffer speziell 1. Nebel, Body Slam. Guck mal, wir machen mal hier den Body Slam rein. Wir werden ja sehen, ob das funktioniert oder nicht. Gut. Dann haben wir erstmal die Erdfaust. Dann machen wir noch einen zweiten dazu. Quetscher nennen wir das Ding. Sowas wie Wickel oder ja, irgendwas, was so Gesteinsviecher halt irgendwie so machen, Dinge zu quetschen. Wie Onyx. Eine starke die das Ziel zerquetscht. So, was haben wir noch an Bildern? Haben wir was Zerquetschendes? Was ist das da? Das ist ein Totenkopf, ne? Das kann man nicht so ganz erkennen. Das sind auch eher Zustände. Gibt's irgendwie... Das ist Wasser, ne? Hier diesen Stein. Das ist doch okay. Das sieht doch gut aus. Okay, Skilltyp. Keine Ahnung, was das ausmacht. Kampfbildschirm ist richtig. Super. Dann haben wir hier... Natürlich muss es auch eine Gesteinsattacke sein. Okay, Treffer physisch. Mal gucken, was haben wir hier. Body Slam passt hier natürlich noch besser, ne? Wir nehmen bei dem anderen nehmen wir nicht Body Slam, sondern irgendwas anderes. Weil hier passt, glaube ich, Body Slam noch am besten. Gut. TP Gewinn? Summe der TP, die der Benutzer pro Treffer dazu gewinnt. TP, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Diese ganzen Geschichten hier, das muss man sich nochmal in Ruhe anschauen. Ich bin da eher so, dass ich da erstmal nicht durchsehen will, weil das dann doch ganz schön viel ist. Ich mache das erstmal nur so bis zu einem bestimmten Punkt und wenn ich merke, okay, jetzt läuft es mir langsam aus dem Ruder, dass wir dann einmal aufräumen hier und das vernünftig machen. Gut, und hier wollten wir nochmal einen Attack-Move machen. Stärken, Schwächen, Binden, Absorbieren, Blindheit, Stille, Lähmung, Verwirrung, Tod. Alles klar, Feuer, Eis, Donner, Wasser, Erde einfach. Man kann es ja nicht abspielen, deswegen keine Ahnung, wie es aussieht. Probieren wir erstmal aus. So, jetzt bin ich natürlich rausgegangen. Ich wollte eigentlich nur... den Hieb wegnehmen und dafür den Quetscher reinsetzen. Zack. Cool, haben wir ein Monster. Dann würde ich sagen, noch zwei weitere. Eins noch für den Trainer, dass er zwei neue Monster hat. Human. Und noch ein weiteres. Da hatten wir ja noch den Kobold gesagt. Ich kopiere den mal und füge den mal ein. Dann können wir das auch wieder benutzen. Und dann für Rocco nehmen wir nochmal ein großes Monster. Also das ist ja hier Größe S. Da finden wir bestimmt noch irgendwie was Cooles. Da finden wir irgendwas Cooles in diesen anderen Größen, denke ich.
Kobold. So, das passt. Der kann ruhig grün bleiben. Wie nennen wir ihn? Kobold, irgendwas Minenarbeitermäßiges, Marmoria City. Keine Ahnung, Mormold. Wegen Marmoria und... passt schon. Wir finden da schon noch was Besseres. Wenn nicht, schreibt's gerne in den Chat oder in die Comments, Leute. Ich habe für Namen... Guck mal, die Namen sind aktuell... Ich kann ja noch mal zeigen, was wir haben. Wir haben die Blitzratte. Die heißt aktuell Blitzra. Wow. Das finde ich ganz gut. Das würde ich gerne lassen. Die Binär, die einfach mit Insekten angriffen und... 001000 angreift. Wegen Biene und Binär und so. Lustig. Dann haben wir den Blattbeißer. Das ist das Ding. Das ist einfach ein Scheiß. Wie heißt es? Eine Raupe? Ja, gut. Das ist auch meine beste Idee gewesen bisher. Ja, Frostfang finde ich eigentlich auch ganz cool. Den Namen Federklaue. Weiß ich nicht. Pflaumenbaum. Einfach nur, weil es so ein komisches, flauschiges Vieh ist, was so aus mit Grasattacken angreift. Und wegen Pflaumen. Haha, haha. Zwillingsschweif und Schleimschlammer finde ich okay. Schleimschlammer habe ich textlich schon eingebaut. Das heißt, der kann erstmal so bleiben. Zwillingsschweif, weiß ich nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Namen. So, hier nehme ich mal, bei ihm nehme ich den Quetscher raus und mache den normalen Hieb nochmal mit rein. Vielleicht den Zwillingshieb. So. Weil er auch irgendwie eine Waffe in der Hand hat, vielleicht passt das ja. So, der Herr greift mit Gestein an. Wir machen mal den Angriff ein bisschen höher. Dafür die Verteidigung wieder ein bisschen runter. Und dann passt das, denke ich. Dann können wir mal schon die Truppe einsetzen und haben im Grunde unseren Trainer auch schon quasi vorbereitet. Also Mormold und Human. Da sind sie. Wir setzen sie mal so hin. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau. Wenn ich hier den Hintergrund ändere, das hat, glaube ich, keinen Einfluss. Das ist nur für diesen Kampf. Das heißt, das war anders. Das war hier. Wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten gehe und hier den Kampfhintergrund. Nee, das brauchen wir nicht, die Gegner, sondern... Mist, ey, wie war denn das? Bearbeiten. Das ist schon wieder ein bisschen her. Wie war denn das? Ich konnte doch irgendwie... Das ist das Karte-Set. Okay, das Scrolltyp, alles klar. Kampfhintergrund festlegen. Ja, da steht's doch. Es ist ja eine Arena, das heißt sowas in der Richtung vielleicht. Ansonsten gucken wir nochmal... Was hier noch ganz cool passt. Also der Boden ist schon gesetzt in meinen Augen. Der ist schon ganz cool. Die Hintergründe sehen echt nice aus. Aber wir haben noch keinen... Gut, das ist auch alles noch draußen. Drinnen. Schloss. Das passt schon mal ganz gut, finde ich. Aber wir können noch gucken, ob wir noch mehr in Richtung... Das passt auch sehr gut.
Das passt auch richtig gut, oder? Im Hintergrund, denn gut, das ist leider ein Thron, aber da wäre dann der Weg zu Rocco. Aber gut, das passt sogar noch besser hier. Schloss 7, merkt ihr mal Schloss 7, danke. Ansonsten sowas geht auch. Aber es soll ja auch beeindruckend aussehen. Das ist zu Dungeon-mäßig. Ja, ein Wohnzimmer. Geil. Schule? Nein. Das ist nachher Endlevel. In der Schule wieder zu sitzen und da irgendwelchen Kram zu machen. So. Also auf jeden Fall Schloss 7 ist schon mal ganz geil gewesen. Das ist alles so japanischer Kram. Aber echt krass, was sie sich hier für Arbeit gemacht haben. Das gefällt mir. Natur. Vielleicht gibt es hier nochmal irgendwie Höhle. Ja, ist ja jetzt auch kein Bergwerk, ne? Klippe passt auch nicht. Naja. Ja. Das ist auch zu krass. Andere, was haben wir hier noch? Kristall. Dämonenraum. Auch cool. Gut, also Schloss 7 it is. Okay, cool. Das heißt, das ist gesetzt. Und wenn ich jetzt hier kämpfe mit dem Dude, dann... Boah, ich muss mich mal umsetzen. Dann kommt dieser Hintergrund. Okay, jetzt eine Sache nochmal schauen, bevor es hier weitergeht, bevor wir den Text und den Kampf einfügen. Ich schaue einmal auf die Uhr, ein bisschen Zeit ist noch. Ja, wir haben sowas ja schon mal gemacht im Vertania-Wald. Also wenn wir uns den Vertania-Wald nochmal anschauen, sehen wir hier, ja, hier ist es vielleicht besser zu sehen, dass wir genau das hier auch nochmal haben wollen. Und ich guck mal, wir haben genau zwei Zustände. Einmal gar nichts, wenn ich ihn besiegt habe. Ah ja, guck mal hier, Trainer besiegt, ist der Schalter, genau. Und ansonsten geht's hier los mit der Hintergrundmusik und dem Kampf und so weiter. Ich kann das ja gleich mal auch kopieren, das ist vielleicht nicht verkehrt. Da ist mir, denke ich mal, keiner böse, weil hier so viel Kram drin ist. Gold ändern zum Beispiel und die Texte und so. Das ist, denke ich, okay. Und ansonsten war es das. Der Unterschied ist nur noch mal hier zu gucken. Gut, hier ist dann einfach nur noch ein anderer Text, wenn der besiegt ist. Oh, und die Figur ist anders. Guck mal. Wie dumm. Warte mal. Das können wir noch mal fix ändern. Das ist die Tante. Wenn er besiegt ist, ist er einfach der hier. Das macht keinen Sinn. Aber wo ist sie? Seht ihr, gut, dass ich da nochmal reingeschaut habe, ey. Sonst wäre das ein dummer Fehler gewesen. Okay, also kopieren wir uns das mal. Und wir gehen wieder nach Mamoria City in die Arena. Und fügen das mal ein. Bearbeiten das natürlich. Hintergrundmusik, das passt. Vertania-Wald ist wunderschön, das ist der Text. Hier müssen wir einmal gucken, wie der Typ aussieht. Okay, das ist sie hier. Hm. Haben wir uns das gemerkt, wie der aussieht? Der NPC? Ich hoffe doch. Da ist auch der Rocco daneben schon. Genau, den Text hatten wir ja gerade schon. Wenn du an mir vorbei willst, Quatsch, wenn du gegen Rocco antreten möchtest, musst du erst an mir vorbei. Wenn du dich Roxo stellen willst, musst du erst an mir vorbei. Boom!
Richtig krasse Catchphrase, Junge. So. Das hier kommt wieder weg. Fertig. Alles klar. Dann weisen wir den Trainer zu. Kann verlieren. Bei Sieg. Text bearbeiten. Das Bildchen ändern. Mich hast du besiegt, aber die wahre Herausforderung wartet noch auf dich. Und vor Herausforderung wieder den Umbruch. Für alle, die das nicht wissen, warum ich das mache, ihr seht diesen Balken an der Seite. Dadurch, dass ich ein Porträt eingefügt habe, ist natürlich das Textfeld kleiner. Wenn ich das Porträtbild rausnehme, ist es über den gesamten Bereich und so ist es halt nur abgegrenzt und das soll quasi zeigen, wann der Text nicht mehr angezeigt wird. Das heißt, ich mache einen Umbruch, damit es innerhalb des Textfeldes bleibt. So, hier kommt jetzt. Natürlich brauchen wir hier nochmal einen anderen Schalter. Amoya City Trainer 1 besiegt. Ist dann auf True. Dann gibt es noch ein bisschen Gold. Würde ich sagen 200. Ich muss natürlich der Text noch bearbeitet werden. Da muss dann stehen, dass du 200 Penunzen bekommen hast, so. Und der Spieler wird in die Taverne gebracht. Dann müssen wir natürlich eine andere Taverne, weil aktuell wird der Spieler in die Taverne nach Vertania City gebracht. Genau, da muss er nämlich hin. Und dann wird er geheilt. Genau. Das passt soweit. Jetzt muss natürlich noch hier gewährleistet werden, wenn wir den Trainer besiegt haben, dass hier einfach gar nichts passiert. Das können wir dann kopieren. Und den nehmen wir raus, fügen sie ihn hier ein, bearbeiten das und müssen jetzt eigentlich nur noch die editierten Charaktere wieder einsetzen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo derjenige ist hier. Genau. Zack. Und wenn nichts passiert, dann muss natürlich auch noch irgendwie ein Text kommen von wegen, wow, bist du stark. Also das ist jetzt, wenn ich die Person direkt nochmal anspreche. Nicht irgendwie nach dem Kampf oder irgendwas, sondern einfach nur, ich habe ihn besiegt und gehe dann halt nochmal hin oder sie. So, ein bisschen eingeschnapptes Rumbitschen ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Du bist echt stark, aber Rocco ist hat wesentlich mehr auf dem Kasten. So ein bisschen Hermine-mäßig. Okay, dann würde ich sagen, testen wir das mal. Bestimmt ist irgendwo noch ein scheiß Fehler drin, aber das hast du ja immer.
Okay. Ach, Kacke. Ich hätte vielleicht nochmal den... Ach, und da ist noch der schwarze Dings. Naja. Ich hätte vielleicht nochmal den Platz hier woanders hin machen sollen. Okay, Human ist aufgetaucht, Mormold ist aufgetaucht. Okay, sie ist schon echt gut stark. Natürlich habe ich jetzt mit wesentlich... also eigentlich wäre ich ja viel stärker jetzt schon. Weil ich ja jetzt quasi mit den Basiswerten anfange. Deswegen wird das wahrscheinlich hier nichts. Aber es ist schon mal cool, dass es funktioniert. Und die anderen Sachen werden auch funktionieren, weil die sind ja nur kopiert. Ich will nur mal gucken, ob ich wenigstens einen besiegen kann. Ja, die machen beide diesen Scheiß hier. Ha! Magie. Ich habe noch keine Magie gewonnen, natürlich. Noch nicht gekriegt. Das macht natürlich Sinn. Du wurdest besiegt. Na gut, und wir fangen wieder hier an. Cool. Also ich muss sagen, das klappt doch 1A. Wir setzen mal... noch dieses eine Dingsi hier hin. Beziehungsweise nein. Wir machen erst das, was ich auf jeden Fall noch vorhatte. Und dann setzen wir noch dieses schwarze Feld hin. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wir haben nämlich hier noch eingestellt, dass... Ach so, nee, genau, hier ist falsch, dass wir haben es nur kopiert und hier das Bild eingefügt, was noch anders sein muss. Ich muss ihn natürlich ansprechen, damit das hier ausgelöst wird. Das können wir auch gleich nochmal ausprobieren. Ich setze mal hier die Startposition hin, Spieler, fürs nächste Mal auch, weil wir auch gleich schon wieder am Ende sind unserer schönen kleinen Folge. Da, ich habe es einfach weggenommen hier. Was geht ab? Ja, so, setzen wir es wieder hin. Zack. Wunderschön. Cool, dann machen wir ein kleines Testspiel. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal auch so weit viel geschafft. Beim nächsten Mal ist der Plan... Oh, mein Handy ist auch gleich alle. Beim nächsten Mal ist auf jeden Fall der Plan, Rocco fertig zu machen. Also den Kampf einzustellen, die Monster uns auszusuchen und vielleicht nochmal ein paar Angriffe und so weiter und natürlich auch den Storystrang an der Stelle irgendwie weiterzuführen. Plus ihn in die eigene Gruppe dann zu holen. Ne, er ist ja auch ein neuer Mitstreiter, wenn ich ihn besiege. Das ist ja das Ding hier in unserem Pokémon, dass wir ja keine Pokémon fangen, sondern uns die Arena leider schnappen. Und wenn wir das haben, muss natürlich auch noch dieses Rumgelaufe in Mamoria City von diesen NPCs irgendwie noch gebaut werden. Also, dass man, wenn sie dir zeigen, hier geht's nach zum Museum, dann schicken sie dich dahin mit, also du gehst denen so hinterher. Ihr wisst, was ich meine. Genau, das muss noch gemacht werden, ansonsten passt es denn nicht. Gut. Also, sind wir alle zufrieden, würde ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden. Ich finde, wie im Anime dann quasi. Stimmt, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Rocco ist danach auch wieder... Wer hat eigentlich die Arena von Rocco übernommen? Waren das nicht irgendwie seine Kinder, also seine Brüder oder so? Ich weiß nicht, im Anime war das irgendwie, hat er 20 Brüder, auf die er aufgepasst hat, weil sein Vater abgehauen ist. Aber dabei war der Vater die ganze Zeit irgendwie in einem Haus weiter, in diesem Wasserwerk oder so und hat den Pikachu irgendwie aufgeladen. War das nicht irgendwie so? Es war ganz, ganz skurril. Und der Vater macht dann die Arena weiter oder so, ne? Oder die mit den Brüdern zusammen. Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, aber auf jeden Fall freue ich mich, dass so viele Leute zugeschaut haben. Vergleichsweise viel, auch wenn es nur 4 sind. Bin ich sehr glücklich und ich freue mich auch beim nächsten Mal weiterzumachen. Wenn ihr euch das auf YouTube nochmal anschauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Und für alle, die auf YouTube das gerade schauen, dann schaut einfach irgendwie in ein paar Tagen nochmal rein. Da kommt die nächste Folge. Ich habe gemerkt, dieses
dieses regelmäßige mit Corona und mit der Ausbildung und so weiter, das wird ganz schön knapp. Das versuche ich dann irgendwie ab Sommer wieder hinzukriegen, aber unregelmäßig kommen auf jeden Fall wieder neue Parts jetzt. Jetzt habe ich wieder Bock und mehr Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ja, okay, es war der Bruder, hast recht. Ja, ich weiß es auch nicht. Man müsste sich das nochmal angucken. Es sind auch echt original nicht so viele Folgen. Ich habe die irgendwie vor 5 Jahren oder so habe ich nochmal Pokémon rewatcht, weil ich diese Orange-Insel-Folgen nochmal sehen wollte. Und dann habe ich gemerkt, okay, das sind eigentlich, die erste Staffel hat man so riesig in Erinnerung, aber das ist einfach, keine Ahnung, ganz wenig Folgen. Also es ist gar nicht mal so viel. Könnte man wahrscheinlich nochmal irgendwann nachschauen. Würde mir wahrscheinlich auch für dieses Projekt hier helfen. Na gut, Freunde, dann Möti, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagnachmittag, allen anderen natürlich auch, aber dir insbesondere, weil du so schön mitgetalkt hast. Und Möti, ich wünsche dir auch viel Erfolg beim Lernen und bei deiner Abschlussprüfung, die du noch, also deinem Abschlussprojekt, das du noch machen musst, so wie ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wollte irgendwie gucken, ob ich hier noch irgendwas in die Kamera halten kann. Kann ich nicht. Ich habe hier nur die. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Und wie immer, Frau Spieß. Oh Mann, wie dumm. Tschüss.